Sehr geehrte Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. GEMA, wir sind Anonymous. Das Hacker-Kollektiv Anonymous mischt sich in einem am Freitag bei YouTube veröffentlichten Video direkt in den Streit um Musikrechte zwischen Google und der GEMA ein. Im Mittelpunkt der Verhandlungen stehen die Lizenzzahlungen für das Abspielen von Musikvideos auf YouTube. Die GEMA fordert pro Videoabruf eine Gebühr, möglicherweise 12 Cent. Google hält diese Summe für überhöht, weil sie das Abspielen von Musikstücken zu einem Minusgeschäft mache. Seit einigen Tagen versucht YouTube, den Ärger der Nutzer auf die GEMA zu lenken. Versucht man aus Deutschland ein Musikvideo aufzurufen, heißt es, leider ist dieses Video in Deutschland nicht verfügbar, da es Musik enthalten könnte, für die die GEMA die erforderlichen Musikrechte nicht eingeräumt hat. Das Hacker-Kollektiv Anonymous droht nun der GEMA mit Konsequenzen für ihre Forderungen. Wenn sich dieses Verhalten nicht ändert, sehen wir uns gezwungen, weitere Maßnahmen einzuleiten. Eine dieser Maßnahmen könnte am Montag eingetreten sein. Kurzzeitig war die Homepage der GEMA nicht erreichbar. Die Gesellschaft wollte sich auf keine Spekulationen über die Urheber der Angriffe einlassen. Der Zeitpunkt der Attacken wies jedoch klar auf Anonymous hin. Mit einer Aktion machte die Web-Guerilla-Truppe der GEMA aber auf jeden Fall einen Strich durch die Rechnung. Unter ihrem Video veröffentlichten die Hacker Links zu Programmen, die das Ansehen von Musikvideos in Deutschland ermöglichen.